Oder? Ja, vor allem, wie willst du auch auf die Pilze wiederkommen? Ja, und finden wir da oben. Ja, und guck mal, hier, auf der Seite, genau, wo du jetzt bist. Ja. Ja, perfekt, hier schafft man es locker. Auf dem hier nehme ich mal an, auf dem hier in der Mitte, wa? Ja. Auf dem in die Mitte und ah, dann... ja, perfekt. Perfekt, also man schafft es locker. Na los, Kevo, trau dich! Ja, kein Problem. Warum fällt mir jetzt Super Mario ein? Ich weiß auch nicht. Ah, da kommt 6. Na dann weiter, würde ich sagen. Soll ich die Fackel anlassen? Ich habe eine an, sonst. Ja, also die, die Fackel haben, sag ich mal, rennen aber hinten. Oh, da kommt irgendwas. Ist ein Skorpion. Was ist da oben? Hier geht's wieder hoch in so eine Spinnenhöhle. Hier links. Was ist denn da hinten? Ist mal ein Feuerpfeil hin. Ey, Axel, geh mir aus dem Blickfeld. Sollen wir nicht lieber nach links gehen? Da geht's nämlich runter. Lieber nach rechts, nach links, da geht's hoch. Ja, gehen wir erstmal nach oben. Ah, das ist ein Dings. Oh, hat mich gesehen. Leute, weißt du, was bei mir, weißt du, was bei uns in der Base ist? Nee, ein Omega, ein Omega Alter, Quetzal frisst gerade unsere Beatles. In der Bude, Alter, der reißt von oben hier die Fresse, ich muss hier reingucken überall. Oh wow, na klasse. Ein Omega Quetzal, der frisst unsere Base gerade. Das gibt's doch gar nicht. Omega gibt. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, ihr habt euch einen scheiß Spot ausgesucht. Wir hatten das Thema ja schon mal. Ja. Kommt der durch die Steinsachen hier eigentlich durch, auf kurz oder lang? Weil Weil sein Kopf guckt hier rein. Sein Kopf guckt hier in unser Tiergehege rein. Scheiße. Beißt sie sich durch. Ist hier oben nichts gewesen? Hier oben ist nichts, ne. Anscheinend nicht, ne. Wir müssen also rechts lang gucken. Der Kivo hat noch einen Pfeil von mir im Bein. Ich hab dir gerade ins linke Bein geschossen, außer Versehen. Oh, kein Problem. Kann ich ab. Also müssen wir hier lang. Hier ist wieder Wasser. Yay. Oh, hurra. 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 Ich geh mal rein. Okay, mit Rotem. Und lock mal alles an, falls was da ist. Ja, das hatte ich vorgehabt. Jetzt machen wir alle mal die Fackeln aus, dann sieht er nichts mehr. Und? Ja, toll. Also bis jetzt kam mir noch nichts entgegen. Auf jeden Fall sind hier viele schöne Lithiumperlen. Ja. Ich leuchte euch noch mal ganz kurz den Weg. Also ich schwimm schon hinterher. Wie geht's wieder nach oben? Das ist der rechte Weg, den ich meinte, zu dir eben. Also ich bin bis jetzt hier nichts. Oh, was ist das? Ach. Also wir können ruhig reinkommen. Alle bis auf Deck sind schon da. Bei hier unten geht's auch weiter. Wo? Hier, wo ich bin. Was siehst weiß du? Nicht mehr, wo du bist. Der einfach gerade, ja. Genau. Ja. Da geht's nochmal ran, ja. Okay, ich muss aber nochmal Luft holen. Ja. Sind wir schwimmen. Und wir müssen irgendwie noch auf Decks warten. Ich bin hinterm Kevo. Alles klar. Wie sieht's aus mit dem Omega-Quetzal? Der Kopf guckt hier immer noch andauernd in die Tür rein. Mann, ey, jetzt bin ich... Ihr habt doch Geschütze, macht doch die Geschütze an. Warum also schießen die Geschütze? Die Pflanzen hat er alle schon getötet, scheinbar. Und die Turrets? Ich weiß es nicht. Also, irgendwie waren wir hier. Das ja, wir hab Anfang ich doch aufgeregt. Gesagt. Hab ich ja gesagt, okay. Wir waren hier schon. Das ist übrigens die Stelle, wo du gerade eben hoch warst, ne? Ja. Ach du Scheiße, er hat ein Loch in die Decke gemacht. Nein, einfach bitte. Oh, das ist was für ein Chaos, ey. Schreibt gerade Stone, dass es sinnvoll wäre, wenn er gleich ankommt, weil er hat gerade irgendwie geschrieben, er kommt erst in 45 Minuten an. Ich hab mir mal das Problem bei euch geschildert. Das Vieh ist drin. Ja, jetzt hat es das Dach zu den ganzen Tieren aufgemacht. Oh Gott. Aber warum schießen denn die Turrets nicht? Ich hab keine Ahnung, der hat bestimmt die Turrets auch gefressen oder sowas. Weiß der Geier was, sofern hab ich keine Munition mehr. Glaube ich. Bist du bergauf oder? Ich bin wieder rein ins Wasser. Wartet mal. Oh Gott, ihr seht gar nicht, was da steht. Alter, ist alles tot. Was? Oh. Es stirbt alles gerade, die ganze Base stirbt. Ich sehe nur rote Zahlen, rote Schriften und nur... Oh Gott. Da können wir uns ja schon aufs Video freuen.
Also ich bin schon im Wasser unten wieder. Es sah so aus, als es hier weitergeht. Oh nee. Was haben wir denn da drin, was noch? Der ganze Tierstall. Scheiße. Der hat sich jetzt oben das Dach leer gemacht. Der baut jetzt den ganzen Tierstall. Der Wolibär ist gerade gestorben. Oh nein, 303er. Alter Falter, alles stirbt. Gerade die ganzen Bären werden gefressen. Soll ich mal wenigstens auf neutral pfeifen hier? Mach was. Mach einen Super-GAU oder so. Admin, Teleport. Nee. Pausier. Nee. So, ich habe jetzt neutral gepfiffen und jetzt hau ich ab. Ich verstehe, was machen denn die Turrets? Oh nein, Agentar ist tot. Nein, Madame ist tot. Oh Gott. Aber weißt du auch, was das Problem war? Ich nehme an, dass der so eigentlich ganz friedlich war. Die Turrets. Die Turrets schießen auf die Distanz meistens. Ja. Wo ist eigentlich dadurch ist er aufmerksam geworden. Ich bin unten im Wasser noch. Ich habe hier, glaube ich, den nächsten Weg gefunden. Ist noch irgendwas am Leben? Keine Ahnung. Ich bin jetzt abgehauen. Das war total gruselig. Ich stand unten im Stall und da war die ganze Zeit der Quetzalkopf kam andauernd rein. Oh Gott. Der muss ja weiter noch fressen. Oder wo bist du jetzt eigentlich noch? Wo bist du hin? Ich bin jetzt abgehauen. Mit deinem Flieger? Ich fliege jetzt zu meinem friedlichen Leuchtturm. Einerseits bin ich ja froh, dass ich jetzt gerade eben mit meinem Adler nach hier gekommen bin. Oh Gott. Ach ja, Wixi, ich habe noch deinen anderen Fly-Dingsbums High oder sowas, deinen 55er, 45er, was ist da? Nein, so High, oder? Den kleinen, ja. Was ist mit dem? Den hast du, oder wie? Den habe ich, ja, habe ich. Der liegt hier, steht hier bei uns. Das ist ja gut. Tribe, also, der lebt noch. Tribe-Member Stone Joins the Ark. Alter Verwalter, jetzt alles tot. Wir könnten übrigens weiter. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Aber ich auch nicht. Bist du wieder zurück? Also? Nee, ins Loch eingesprungen wieder. Has left the Ark. Stone left the Ark. Der hat bestimmt... Genau, da bin ich. Aber da kommt noch mehr. Der Telekolleg ist tot. Oh, jetzt aber was, hier runter, ja? Hier gibt's noch... Also, wir sind ja eben durch den Tiefen geschlossen. Geschwommen, hier gibt's noch einen und da hinten gibt's auch noch eins. Also ich bin jetzt auch mal da runter gesprungen. Oh, ich bin auf dem Kopf von der Akku gelandet. Hier war ich nicht durch. Also ich erinnere mich zumindest nicht dran. Weil grüne leuchtende Pilze. Jetzt wisst ihr... Hält die Viecher eigentlich gar nichts auf? Nein. Eher nicht, nein. Nein, deswegen habe ich ja übrigens nochmal für die Aufnahme... Ab heute hatte ich jetzt eigentlich gesagt, dass die Omegas rauskommen. Wir haben die abgeschaltet. Jetzt sind das so gesehen nur noch die überlebenden Omegas. Und alle überlebenden Omegas sollten dann so gesehen mehr oder weniger von allen Admins weggecheatet werden. Das ist auch nicht. Das also Problem ist. Eine Sackgasse. Wir glauben gerade den Kreis. Der frisst uns jetzt alles weg. Und hier sind wir schon längst gekommen. Hier würde es jetzt weitergehen. War eine Sekunde zu spät, sage ich jetzt mal so. Omega-Quetzal. Oh, wie gern hätte ich den gezähmt. Aber das aggressiv. Vor allen Dingen, Tribe-Member Stone joined the Ark. Sieht den ganzen Scheiß. Left the Ark. Ja. Ich glaube, der ist einfach nur rausgeflogen. Ja, der hat irgendwas geupdatet gerade. Der kotzt gerade, aber... Nee, ich glaube, so schnell konnte er das nicht überblicken. Ich habe auch eine Weile gebraucht. Ich habe nur die Musik gehört und dann auf einmal kam er mit der Quetzalkopf in den Stall. Ein Omega-Quetzal. Wer kommt denn auf diese scheiß Idee, ey? Ich wusste nicht mal, dass es so ein Vieh gibt. Nee. Guck mal, hier geht's nochmal rechts irgendwie runter. Nee, da ist nur ganz das kurz ist auch der andere Ausgang. Von dieser Höhle da. Hier ist nicht, ja? Nee, hier ist, wie gesagt, nur eine kurze Ecke. Aber hier sind wir doch gerade eben rausgekommen. Ja, wie auch. Gesagt, ist hier nur der Kreis. So. Also jetzt bin ich doch mal echt, versucht wieder reinzukommen. Ich denke mal, das ist wirklich hier oben. Ich versuche es jetzt einfach mal mit meinem letzten Schuss. Ja, mach mal. Ich komme gleich hinterher, dann. Ich mach dir mal Licht. Achso, ich habe keinen letzten Schuss mehr. Der hat nämlich jetzt der Grog aufgesammelt. In seinem. Ja, warte. Okay, dann gehe ich hoch. Kann dir zwei anbieten, sonst. Ja, die nehme ich gerne. Du weißt, dass du gegenüber noch hoch musst, ja. Ne? Bin ich da? Weg? Ja, okay, sorry. Ich bin jetzt hier oben. Aber gegenüber meine ich.
Naja, da ist noch was, aber geht's da weiter? Keine Ahnung. Also ich hab bloß noch einen Schuss jetzt. Lex, dreh dich mal um. Stehst du bei mir? Ja. Dann, hier sind deine... Jetzt habe ich noch mehr. Das ist schön. Jetzt kriege ich immer mehr. Wollt ihr mir noch mehr geben? Nee, ich habe aber noch zwei Stück. Von eins kriege ich hier... Guck. Hier oben geht's weiter, ja? Hier geht's ein Weg, aber... Geh mal bitte andere Seite deines Decks. Wo bist du denn? Hier, oh, tut's kurz. Ich lasse aber mein Seil trotzdem. Seid ihr jetzt alle hochgegangen? Scheiße, ich wollte es... Nee. Guck, du hast gerade einen Enterhaken genau hinter der. Wer fahre ich? Hallo. War ja schon wieder den Haken. Na, vielleicht wirklich, weil er den Untergrund gesehen hat. Den Untergang wollte ich sagen. Also es geht hier weiter, aber das ist doch die Stelle, wo ich eben gestorben bin. Ja, hier bin ich auch gestorben. Hä? Wieso habe ich denn jetzt nicht den Abhang? Kann das denn sein? Ach, das ist doch der Abhang, den wir eben gesehen haben. Wo du runtergefallen bist, Akuma. Ja, sag ich ja. Das ist hier alles eine Ecke irgendwie. Oh Mann, wo soll denn das andere Artefakt sein? Ist ja mal total. Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall zwei. Wollen wir irgendwas freisprengen oder so? Geht auch rein. Das gibt's ja nicht. Das ist wie, wie bei Zelda. Du. Ja, doch mal ganz schön einzubauen. Wir haben den Kompass gefunden. Ja. Wäre jetzt echt hilfreich, ne? Wie bei Zelda. Ja. Und am besten noch eine Map dazu, ne? Ja. Ja, die Zelda-Fans. Ja. Ja. Hier sind wir jetzt 1000 Mal runter schon. Mann, was für ein Chaos, ey. Ja, ich... Weißt du, wir wollten eine schwerere Höhle. Wir haben eine gefunden. Ja. Aber schwerer zu suchen, oder wie? Oder schwerer zu finden. Das ist doch hier, wo die Pilze waren, ja. Ist auch der Pilz vielleicht auf der anderen Seite noch im Weg? Ihr könnt übrigens mal ein Artefakt holen, wenn es noch nicht da ist. Schon ich da hab ist. Auch nicht. Ja, Axel und ich haben es auch noch nicht. Also, uns reicht ja eins. Ja, dann nehmt ihr das. Vielleicht kann man da weiter springen? Nee. Vielleicht oder? Unter dir irgendwo. Vielleicht ist da noch ein Gang durch, durch das Wasser durch oder so. Hier in dem Wasser, wo die Pilze sind. Ja, hab ich schon geguckt. Oh. Ist nix. Wasser hier ist ein little bit ekelhaft. Ja. Ja, das ist tückisch, ne? Man denkt echt, ach, da kann man ja reinspringen. Ist ja ganz flach. Hm. Kommen wir jetzt auch da wieder hochgesprungen? Nee. Doch, du kommst hier hoch. Okay. Ja, aber komplett hoch, meine ich. Ach, Mist. Ja, komplett. Doch, müsste auch gehen. Irgendwie da, was mir gerade so auffällt? Ja. So, eigentlich könnte doch auf diesen großen Pilzen hier noch was sein. Ja, ich habe auch gerade eben... ich guck die ganze Zeit nur hoch und guck an jede Ecke und Kante. Der hier doch irgendwas hier, noch... Hier den großen hier zum Beispiel. Ich sehe doch nichts. Nee, ist nichts. Die Kiste, die ist bestimmt in irgendeiner Ecke. Einfach nur, ja, die steht einfach nur so da rum. Wir sind bestimmt schon 6 Mal daran vorbeigelaufen. Die großen Hülle nochmal oder so. Aber da hatten wir ja eigentlich also abgeguckt. Waren wir hier oben schon, wo ich gesagt habe, hier oben ist... Ja, waren wir auch schon. Nein, ich folge dir an. Das kann doch nicht sein. Das ist einfach hier so... nichtssagend ist. Ach, muss man jetzt hier durchkriechen, jetzt ehrlich, oder was? Was? Wo? Ist das hier wirklich zum Durchkriechen? Wo ist er denn, ja, der Dexen? In dem Loch. Hier. Jetzt kriecht man durch. Hier kriecht man durch. Ich werd bekloppt. Ich kann ja lange suchen, ey. Du kannst auch hocken, Dex. Ich kann eigentlich auch gehen. In meiner Größe. Ja. Aber er steht nicht mehr auf. Oh, hier geht's ziemlich weit in Wasser runter. Oh ja, ich sehe es auch gerade. Na gut. Wer springt vor? Immer der, der fragt. Okay, kein Problem.
Also bis jetzt hat mich noch nichts angegriffen. Das kenne ich, die Stelle kenne ich doch. Da waren wir doch schon mal. Aber ich sehe gerade gar nichts. Ich freue mich ja echt, dass wir wieder an der gleichen Stelle sind. Ja, hier waren wir. Da waren wir schon, okay. Dann zurück. Ah toll, wenn hier mehrere von diesen Löchern sind. Oh, ich habe mich... wir müssten vielleicht nochmal in dieses große Spinnennest. Ja. Ja. Vielleicht war da unter irgendwas. Deswegen. Oh. Wie kommen wir da jetzt wieder hin, am dünnsten? Von eurer Position aus, wa? Wo seid ihr eigentlich alle? Also ich habe jetzt nur einen vor mir und der ist weg. Ich habe einen Ausgang gefunden. Das ist der. Wartet auf mich. Einfach hochlaufen, das ist also der Ausgang. Ich hab den Hauptausgang gefunden. Das ist doch gut, dann wissen wir wenigstens, wo es... Ich weiß Mann. Nicht, wo ihr seid, es ist so dunkel, ich hab Angst. Ist doch keine Fackel? Na doch. Ja. Hier. Juhu. Hier? Max? Bitte? Wo bist du denn? Hier unten, du bist gerade wieder hochgelaufen. Hier. Ja, du bist so klein, ich will sie mal gerne machen. Einer. Oh Mann! Da geht's hoch zum Ausgang. Mal gucken, da geht's nicht mehr weiter. Das ist unser ganz normaler Ausgang. Ja, wir müssen jetzt. Ja, wir müssen jetzt einfach wieder runterspringen ins Wasser und dann geht's zur Spinnenhöhle. Ja. Da nochmal durchforsten. Wo ist Axel hin? Ja, das freu ich mich auch gerade. Ich bin gerade bei den Pilzen. Wo die Truhe war. Mal guck mal, du bist irgendwie in irgendeine Richtung gerannt. Ja, ich bin. Ja, wo der. Ich bin wieder am Eingang sozusagen. Komm jetzt auch wieder zurück. Mann, ist das ein Spaß. Ja, Dex, hast du viel zu schneiden, ne? Tja, das kannst du laut sagen. So. War das denn jetzt? Aber ganz ehrlich, ich laufe jetzt nicht mehr so schnell. Ich gucke jetzt gerade die ganze Zeit an irgendwelchen kleinen Kanten oder sowas. Der hat doch bestimmt irgendwo so ein kleines Loch irgendwo. War doch die andere Spinnhöhle, oder nicht? Oh nein, jetzt ist die Fackel kaputt. Hat jemand Mats nochmal? Ja, ich. Was brauchst du denn? Hallo. Hallo. Hallo, Grave. Ja, hier bin ich, Dex. Lass die Fackel rein. Ja. Sekunde. Shit. Ach, ich hab noch eine Fackel von dir. Guck mal da. Gehört bei uns, gab's Ärger. Ja, wir sind hier gerade in der Höhle, mitten in der Aufnahme und auf einmal schreit der Wixi, hier ist ein Omega-Quitzer und dann frisst er plötzlich unsere ganze Base weg. Geil. Ja, das Loch hat ein riesen Loch in die Decke reingebohrt und hat dann einfach so wie ich morgens beim Cornflakes. Ohne Milch. Was ist denn das hier für ein Weg? Ich habe keine Ahnung, waren wir hier auch schon mal? Nee, ich glaube, ich gehe hier lang. Alle verteilen sich irgendwie in alle Richtungen. Waren wir hier schon mal? Oh. Nee. Hier sind so viele Perlen, die einen Weg machen. Das da. Bestimmt ist gleich über uns wieder das. Oh, hier geht's links und es geht geradeaus. Was machen wir? Ich tauche erstmal auf, weil wegen Luft. Da waren wir doch schon mal. Das ist das Loch wieder. Ja. Das ist ein einziger Kreis hier. Oh, danke, also echt. Echt? Waren hier vorhin auch schon so viele Perlen? Ja, wir sind hier eben in zwei Richtungen rausgesprungen. Von hier. Ich hab Axel wieder gefunden! Oh! Was? Was? Axel! Seh dich nicht? Ich bin hier. Du wurdest mir gerade als Name angezeigt. Ich sehe dich durch die Wand durch. Oh Gott. Hier, wo die Fackel an ist. Axel! Ihr seid verrückt. Das Artefakt ist übrigens wieder da. Habt ihr Evo? Ja. Soll ich es für dich mitnehmen? Wäre ganz nett. Mach ich. Oh Mann, Ich denke in der großen Spinnhöhle. Der Text wird alt. Wo ist die Spinnhöhle? Welche Richtung musst du? Ja, auch gerade wieder. Guck's mir gar nicht an. Alles tot, Madame ist gestorben, alles tot. Alles hat er gefressen irgendwie, die Bären hat er gefressen. An die Schafe ist er nicht rangekommen, die sind hier eingesperrt. Hat ihm aber vorher auch nicht abgehalten. Das Lustige ist, entweder... Meine Pferde! Ja,
Guck, siehst du? Das Spiel konnte das nicht mehr, konnte das gar nicht mehr aufzeigen, was alles gestorben ist. Die Pferde wurden mir gar nicht angezeigt. Ich habe mich gewundert, wo sind denn die ganzen Dodos hin? Alle tot, alles futsch. Mein Kairoku, den habe ich ganz alleine gezähmt. Aber der Alpha-Wolf ist mir das da. Ja, du, das habe ich schon einstecken. Ach, hast du was? Ich lass es dir. Voll. Oh Mann. Du, danke. Bitte. Vor allen Dingen ist er ja dann auch durch Metall durch. Ja. Ja. Der ist, da war ja Metall, Stein. Ups. Wer wollte nochmal die Mod drauf haben? Schon, glaube ich. Boah. Aber die Omegas waren ja eigentlich schon rausgenommen. Das war ja bloß noch einer, der Rest war. Richtig, ja, ich muss da trotzdem killen. Wir hatten die, wir haben die rausgenommen heute und ich habe mir extra. Meine Mutter ist tot. Oh Gott. Oh. Aber er löst sich nicht auf. Oh. Aber der Quetzal ist jetzt weg, ja? Ja, das ist bauchvoll. Das kann ich jetzt auch noch nehmen, ist auch wurscht. Nimm mich. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke. Nee, es regnet, ich stink nicht mehr. Hä, die Kante. Die Kante kenne ich aber hier noch nicht. Ist jemand hier? Nein. Hä? Wo? Hallo, Alter. Hallo. Das sieht hallo aus, als wäre ein Komet hier eingeschlagen. ich könnte dich hauen, aber. Ja, mach mal. Jetzt weiß ich, wie die Dinos wirklich ausgestorben sind. Das war ein Quetzal. Ah. Ein Omega-Quetzal. Oh, Verzeihung. Jetzt hänge ich aber auch. Scheiße. Hauptsache die Wasserleitung ist noch da. Hat, ja, ich hänge. Ja, ich Rock, auch. Schieß mal, hast du noch einen Grappling Hook? Der Coleo ist tot. Oh, ja, der ist ja. Am besten. Er ist tot. Aua! Mann! Kannst du mich ranziehen? Was? Wo steht der? Aber. Nee. Ich glaube, wir zählen nur noch Polovias, die bleiben im Boden drin. Da passiert nichts. Ich bin rausgekommen. Yay! Ja, ich spring auch. Spring mal hinterher. Mehrmals. Und sie halten warm. Und sie halten warm. Spring mehrmals ja hintereinander. Mehrmals, ja, wirklich mehrmals. Nein, ich rutsche immer wieder runter. Bist du noch online, Mixi? Ja. Oh. Okay. Abgehauen da. Hast du noch einen Grappling Hook? Ja, alter Schwede. Dann schieß mal irgendwo, aber nicht auf mich. Das Problem war, waren ganz sicher die Turrets. Die haben da geschossen auf die, auf alles. Die schießen auf alles, was in die Nähe kommt. Aber an Omega sollte der, glaube ich, nicht anschießen. Und das hat er eben dann gemacht. Ja. Aber wie tief ist der bitte geflogen, so ein Quetzal? Hm. Oh, den hätte ich gerne gezähmt, echt. Was machst du denn? Ich wollte Anlauf nehmen. Oh. Ja, toll, aber ich auch. Oh. Vixi, das war ein Alpha. Ja, einfach. Der hat ja nicht mal geleuchtet. Ja, egal, es ist gleich tot. Ich mach einen schönen geheimen Strandspaziergang. Geheimen Strandspaziergang. Hat er den Schwanz eingezogen, hat sich vom Quetzal verzogen und am Ende ist er gestorben gegen den. Was war's? Alpha Ichigorianes. Naja, Naimen hat er sich nicht durch die ganzen Mittis und so durchgebissen. Das wäre scheiße. Der kleine Pütz ist ganz scheiße. Das ist immer noch scheiße hier, aber. Aber du kannst einfach auf den Felsen hier springen. Ah. Hatte dir Story schon geschrieben? Ja, hab ich gemacht. Er wollte auch gleich online kommen, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert. Ich glaube, der hat keine Lust mehr. Hat nämlich geschrieben gehabt, dass die Community ist das erste Mal gestorben. Für ihn hat er keinen Bock mehr drauf. Warte auch. Ist aber auch selber schuld. Er wollte die blöde Mod haben. Wo ist die Kiste? Wie er die ganzen Sachen gezähmt hat. Ah, oh, das ist nervig. Ich glaube, ich schwimme jetzt in die andere Richtung. Geht einfacher. Hier steht aber noch ein Kairoku. Also ja. Glaub, der Pinguin lebt noch. Ja! Weißt du, alles tot. Der Pinguin lebt noch. Ja! Und die Schafe sind auch noch da, immerhin. Meh. Ja! Was, so ein Alpha-Schaf wäre geil. Von mir kriegt der Kairoku den Purple Heart für das Überleben im Kampf. Er war aber nicht mal verwundet, also hat das Purple Das weißt du nicht. Der hat sich. Was war da oben? Es gibt hier keine Kiste mehr. Das ist eine gelügte Lüge hier alles. Nein, es ist wirklich. Es wird vorbei sein. Ja, jetzt regnet es immer. Könnt ihr nicht mehr die große Höhle wieder? Ich auch nicht.
Ich bin jetzt wieder bei den Pilzen. Irgendwie bin ich jetzt da wieder hingekommen. Ja, da waren wir. Da sind wir auch gerade. Also, hallo. Man muss es so sehen, wir können jetzt Wasserreservoirs ins Haus reinbauen. Und es wird trotzdem gefüllt. Wir haben Indoor-Pool. Warum sind hier zwei Abzweigungen? Das ist ja auch Zweigung. Weil es zwei. Wo seid denn ihr? Ihr habt ja schon eben noch gesehen. Jetzt seid ihr wieder verschwunden. Ich schwimme mal hier noch. Ah, hier. Hier ist der Kivo. Unter Wasser ist eine Abzweigung. Einmal nach rechts, einmal nach links. Ich bin jetzt nach rechts geschwommen. Aber ich bin jetzt gerne hinterher. Bist du irgendwie totes Alpha-Schwimmtier, was so komisch aus dem Wasser rauskommt? Und hier bist du nach rechts? Ja, da, bei der Abzweigung bin ich nach rechts geschwommen. So, wo bin ich? Ja, ich verreck gleich. Mich wundert, dass das Baumhaus noch steht, meint. Ich bin da, wo Axel ist. Frisch. Er ist sowieso so ruhig gerade. Hey! Ja, ich bin in der großen Spinnenhöhle jetzt wieder. Ja, ich bin gleich tot. Toll. Die Leiter hat er kaputt gemacht, der Arsch. Jetzt komm ich nicht mehr hoch. Du kannst irgendwo da hochschwimmen. Ja, ich hab's durchgeschafft. Also ich geb's auf. Das gibt's ja gar nicht. Das kann überhaupt nicht sein. Keinen einzigen Flugdinosaurier mehr. Doch, ich hab. Doch, zwei Stück. Zwei. Ich hab. Ich bin ja einmal hier in der Höhle gestorben. An einem bösen Dinosaurier. Und ach so, die sind bei dir jetzt, oder wie? Und ich habe zwei. Ich habe ja den kleinsten vom... Hast du den kleinsten? Von Wixi? Weiß ich. Ich habe den kleinsten von... Nicht den kleinsten. Den kleinsten von. Aber ich gehe... Ich habe dich gefunden. Ich gehe wirklich aus der Höhle jetzt. Das Gesuche geht mir auf die Eier. Dix, genau deswegen hatte ich dich ja abgeschossen. So in weiser Voraussicht, dass du noch den zweiten Vogel holst, dass da ein bisschen was sicher ist. Ich bin. Hättest du mal meine Madame mitgenommen, du hast. Ich bin ja glücklich, dass ich deinen Papierflieger nicht mitgenommen habe. Ich habe den extra nicht mitgenommen, weil wir den hier hingestellt haben, neben die Base, weil der eigentlich total unsicher steht. Ich habe jetzt voll Angst, dass er jetzt gleich noch hier steht, dass der stirbt. Weil irgendwas. Also ich gehe jetzt hier raus. Ich gehe jetzt hier immer und immer berghoch, immer berghoch. Kommt einmal nach Hause. Dann erwartet dich die Peitsche. Oh, da reicht etwas. Geht's hoch? Ja, ich gehe jetzt immer bergauf. Das kann ja nur noch rausgehen, wenn es bergauf geht. Hier leuchtet irgendwer. Oh nein, die Fackel werfen. Nee, die Fackel werfen. Oh Gott. Der Tribe Manager, alter Schwede. Ach ja, das kann ich auch mal zeigen, ey. Boah, ey. Guckt euch das mal an. Das ist ja ein. Also, erstmal. Deine Steinwand, schräge, blablabla, und da kommt's. Federica, dann Dyerbär, Ferdinand. Alles nehmen können, nur nicht meine Pferde. Wie gehen wir weiter? Wulibär ist tot, Tundel oder sowas. Trundel. Weiter runter. Kommen jetzt die ganzen Schrägen und Wand und Eisen und sonst was und so. Gibt eine gute Nachricht. Der Pinguin lebt noch. Das Bier hat überlebt. Könnt ihr euch jetzt betrinken, deswegen. Das mache ich jetzt. Wo geht's denn hier raus? Ich will nach Hause. Oh, geil. Der nach Hause. Das, weiß ich nicht. Was das Lustigste hier an der Höhle ist? Bestimmt. Das 16. Mal ist der Käfer um mir vorbeigelaufen. Der kommt aus allen Richtungen irgendwie. Und dann kommt er von links. Dann gucke ich nach links, dann gucke ich wieder rechts, dann kommt er von oben. Und dann kommt er von oben, dann kommt er von links wieder. Von rechts, von geradeaus. Der kommt von allen Seiten, kommt der. Ich glaube, den gibt's öfters. Ja. Mach ich doch auch immer bei dir. Ich stehe immer genau da, wo du nicht hinguckst. Jetzt geht's bergab. Ich will aber nicht bergab, ich will doch bergauf. Das ist hier falsch. Habe ich mir bei dir abgeschaut. Warum deckst du ärgern? Wieso ist hier ein Stein, den man abarbeiten kann? Ich baue dich jetzt ab. Ja, ich finde das Bier hier total unrealistisch im Spiel. Eigentlich sollte der Torpor-Wert steigen. Je mehr man davon einnimmt. Oh ne, jetzt bin ich schon wieder. Ich will jetzt wieder bei den Pilzen. Ich will aber nach Hause. Wie kommt man denn hier raus? Hol mich meine ab. Ja. Ich weiß nicht, wo du bist. Bei den Pilzen. Zurück. Oh, ich habe gleich keine Stamina mehr. Ich glaube, ich ertrink gleich. Irgendwo werde ich schon 6 finden. Lass ja immer an ihm vorbei. Deswegen, ja. Boah, ich bin ja vor allem laufen wie so ein Marathonlauf. Ich bin ja der Olympia-Lauf mit der Olympia-Fackel. Nice. Ja, sorry.
Bin ich im Kreis gelaufen oder was? Komm mal hier. Und wo kam dieser Penner denn her überhaupt? Ja, da bin ich, da geht's denn da, wo wir immer runtergefallen sind. Da hab ich schon auch lang geschwommen. Das gibt's ja nicht. Gespawnt oder? Ich weiß, ich bin im Kreis gelaufen. Ja, aber wir können da gerne nochmal lang. Also ich weiß, wo es rausgeht. Dann, wenn du da... Ja, hier ist jemand. Kevo, war ja klar. Komm her. Ich bleib bei dir jetzt. Weil der ist auch noch so schnell, ey. Warte mal, ich bin müde. Nicht weglaufen. Such den Kevo. Nicht weglaufen. Aber wenn man hier eins lernt, dann ist es weglaufen. Und das möglichst schnell. Ja, das war ja nicht auf Speed geskillt. Ich ja. Ich hab auch auf Speed geskillt. Das erste, was ich gemacht hab, Speed geskillt. 108. Oh nein! Jetzt habe ich einmal auf die Warte geguckt, jetzt ist der Kevo verschwunden. Scheiße, Kevo, nein! Also ich bin gleich draußen. Mixi, wo steckst du eigentlich jetzt? Ich bin in den Leuchtturm geflogen. Ich bin nochmal kurz umgedreht, neben den Quetzer geflogen, hab neutral gepfiffen, damit sich wenigstens ein bisschen verteidigen können. Und dann mich abgehauen. Hier. Weg, wo bist du? Ja, hier. Dann ab ins Wasser. Warte mal kurz, was ist denn hier hinter? Was ist denn hier? Nix. Ist einfach nur eine Plattform. Oh. Also ich bin draußen. Aber da oben gibt. Ne, da waren wir schon. Das ist ja die Stelle, wo wir ja schon rumgehampelt sind. Also die Tiere leben alle noch. Ja, komm mal zu dir, Mixi. Noch. Wir ziehen jetzt alle zu dir in die Base. Ja, wie gesagt, hier fliegt Alpha-Getagen. Übrigens, ab morgen fängt das dann wieder in Folge 1 an. Wir sind dann wieder alle im Strandhaus. Das steht wenigstens noch. Da passen aber nicht alle Tiere rein. Was mich immer noch wundert, dass das überhaupt noch steht. Ja, obwohl es wird konsequent von einem Titan durchrannt. Deswegen wundert es mich umso mehr. Der Titan war doch das letzte Mal weg, wo ich da lang gefahren bin. Alpha Omega. Oh, passt, ich will hier ein Baumhaus genau daneben im Vorgarten bauen. Boah, das ist fast hier wieder runter. Ja, wir müssen, glaube ich, runter und dann hier rechts schwimmen, ne? Glaube ich schon. Ja. Oh, was für ein Gequagel hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die zweite Truhe unter Wasser ist. Weil hier so viel unter Wasser ist. Ja, aber ich habe jetzt keine Ecke gesehen. Ich auch nicht. Also ich bin jetzt auch auf dem Rückweg überall nochmal in alle Ecken reingeschwommen. Ja. Gesehen. Das heißt aber, es sind zwei. Das Deborah, das Lilane und es soll noch ein rotes drin sein. So. Boah, macht jetzt, da gerade doch komische Geräusche. Jetzt gehen wir aus der Höhle raus und dann sagt die Akum, ach nee, das war ja die Höhle daneben. Nee. Die anderen Höhlen haben drei Artefakte. ich will weg hier. Einfach raus. Alle beide übrigens. Wixi. Oh, ich bin raus. Ja, raus. Endlich raus. Ich bin da. Oder fliegst du? Ich bin mit dem Raptor. Ja. So, machen wir ab Moderation, Cooperation in the Nation. So. Wenn wir hier so stehen, nach oben gucken und es flattert schon. Perfekter Ausblick in den Ausschnitt von Akuma und damit, ich kann eigentlich die Fackel mal einstecken, die brauche ich jetzt nicht. Das war die Verlaufeinsel, Höhle. Boah, also wir müssen echt nochmal danach gucken, wo man das letzte Artefakt bekommt. Das ist ein bisschen ärgerliches gewesen. Ja. Das ist. Aber trotzdem das Hin- und Hergelaufe, besser das Hin- und Hergelaufe vom Kevo war ganz lustig. Bis dann und tschüsselü. Was macht eigentlich das Mädel? Sagt das nichts? Keine Ahnung. Sieht mir so bedroppelt aus, wenn das winkt. So, ja, tschüss. Das ist nackig.